Also ich mache eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und ich sehe einfach, wie schlecht die Arbeitsverhältnisse sind, wie schlecht auch einfach das deutsche Gesundheitssystem ist. Auch bei der Bundeskonferenz war das ein sehr, sehr großes Thema, der Pflegenotstand, dass man dann einen deutlichen Fokus drauf legt und mehr, dass man versucht, dem auf jeden Fall entgegenzugehen und entgegenzuwirken, weil es betrifft die gesamte Gesellschaft. Also wir haben gerade in den letzten Wochen viel gesehen, wie es ein Erstarken und Normalisieren rechtspopulistischer Parteien wie der AfD gibt. Das ist für uns ein Signal zu sagen, wir wollen eine wirkliche soziale Alternative. Wir wollen keine Spaltung an der Frage von Herkunft haben, sondern gemeinsam als Arbeiterinnen und Arbeiter aus allen Ländern für bessere soziale Bedingungen kämpfen. Und ein wirklicher, wirksamer Kampf gegen den Faschismus muss die sozialen Ängste und Probleme, die es in der Bevölkerung überall gibt, irgendwie ernst nehmen und in eine Forderung für positive Solidarität und gemeinsame Aktionen verwandeln. Dadurch, dass wir eben eine Internationale sind, haben wir eben auch den Vorteil, dass wir internationale Lösungen geben können auf die Klimafrage, die eben nicht national, sondern nur international gelöst werden kann und definitiv nicht im Rahmen dieses Systems. Also ich fand die Bundeskonferenz sehr, sehr inspirierend für mich. Ich habe wirklich tolle, offene Diskussionen erlebt, fand es sehr, sehr fesselnd. Ich habe super viele motivierte Leute gesehen, die in der Klimabewegung klar machen wollen, dass wir die Klimakiller enteignen müssen, dass wir für kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr kämpfen wollen, dass wir den internationalen Streiktag am 24.04. zu einem Erfolg machen wollen, dass aber auch klar ist, dass es nicht nur um einzelne Höhepunkte, sondern um kontinuierliche Kampagnenarbeit geht, um die sozialistische Alternative zur Klimakrise aufzuzeigen.